Wenn dich Themen wie Natur- und Umweltschutz begeistern, ist ein FÖJ genau das Richtige für dich. Ein freiwilliges ökologisches Jahr, kurz FÖJ, ist ein Bildungsjahr für Jugendliche und junge Erwachsene. In diesem Jahr packst du praktisch bei Umwelt- und Naturschutzarbeiten an. Das können beispielsweise der Artenschutz oder auch Landschafts- und Gewässerpflege sein. Keine Sorge, harte körperliche Arbeit wird auch mit einem Taschengeld entlohnt. Dein FÖJ kannst du in den Bereichen der praktischen Umwelt- und Naturschutzarbeiten machen. Das sind zum Beispiel Landschaftspflege, Biotoppflege, Artenschutz und Gewässerpflege. Aber auch in der Tier- oder Gartenpflege und bei umweltpädagogischen Arbeiten. Du kannst auch in entsprechenden Infozentren oder in der ökologischen Landwirtschaft arbeiten. Um in ein FÖJ einzusteigen, sind ein paar Kriterien zu beachten. Erstens musst du zwischen 15 und 26 Jahren alt sein. Bei manchen musst du aber auch schon 18 sein. Dann setzen manche Einsatzstellen zusätzlich einen Führerschein voraus. Ein ökologisches Bildungsjahr kann dir bei deiner beruflichen Orientierung helfen und positiv zu deiner persönlichen Entwicklung beitragen. Zudem arbeitest du aktiv an Problemen unserer Zeit und kannst Lösungen mitgestalten. Auf monetärer Seite bringt ein FÖJ auch viele Vorteile mit sich, da du nicht nur Taschengeld bekommst, sondern auch weiterhin Kindergeld beantragen kannst. Während deines FÖJs bist du kranken-, sozial- und unfallversichert. Und zusätzlich sind Zuschüsse in Form von Wohngeld oder ein Mietzuschuss möglich. Um dich problemlos für ein FÖJ zu bewerben, brauchst du ein Motivationsschreiben, einen unterschriebenen Lebenslauf, eine Kopie deines letzten Schul- oder Abschlusszeugnisses und gegebenenfalls ein Bewerbungsfoto. Die Bewerbungsfristen hängen davon ab, in welchem Bundesland und bei welchem Träger du dich bewerben möchtest. Einen Link mit allen Fristen zu Bundesländern und Trägern findest du in der Videobeschreibung. Das Motivationsschreiben lässt erstmal deine Berufserfahrungen außen vor und konzentriert sich auf deine Motivation. Für die Einsatzstellen ist es enorm wichtig, nur Personen einzustellen, die wirklich Bock auf den Job haben. Um das rüberzubringen, solltest du deine persönlichen Beweggründe hinterfragen. Warum willst du ein FÖJ machen? Wieso gerade bei diesem Träger? Und wieso passt du mit deinen Erfahrungen und Fähigkeiten zu dem Job? In der Videobeschreibung findest du noch weitere Fragen, die du als Orientierung nutzen kannst. Im Lebenslauf hältst du alle Informationen zu deiner Person fest. Dazu gehören dein schulischer Werdegang und deine Berufserfahrung, also auch Nebenjobs. Dann listest du eventuelle Weiterbildungen, besondere Fähigkeiten, Auslandsaufenthalte, Sprachkenntnisse, EDV-Erfahrung, Ehrenämter, Hobbys und Interessen auf. Kennst du das, wenn man vor der Bewerbung sitzt und einfach nicht weiß, wo man anfangen soll? Genau da kommt Bewerbung to go ins Spiel. Egal, ob du dich in der kreativen Branche bewirbst oder etwas Formelleres suchst, hier ist für jede Person etwas dabei. Auf Bewerbung to go findest du vorgefertigte Mustertexte für verschiedene Berufsfelder. Kein stundenlanges Grübeln mehr darüber, wie man am besten anfängt. Du kannst sogar deine Unterschrift hinzufügen und die Bewerbung dann bequem als PDF exportieren. Also, wenn du in Zukunft Bewerbung schreiben musst, sei es für deinen Traumjob, ein Praktikum oder einfach nur, um neue Möglichkeiten zu erkunden, empfehlen wir dir Bewerbung to go. In der Beschreibung findest du den Link zur Website. Probier es aus und spar dir eine Menge Zeit und Nerven. Auch im Ausland ist es möglich, ein FÖJ zu absolvieren. FÖJs werden meist im EU-Ausland gemacht. Beliebte Länder sind dabei Frankreich, Dänemark, Estland, Litauen, Polen oder Österreich. Das sind aber bei weitem nicht die einzigen Optionen. Du kannst weltweit ein FÖJ machen. Einen Link zur Übersicht aller Programme findest du in der Videobeschreibung. Viele Voraussetzungen, die hier in Deutschland gelten, gelten auch für das FÖJ im Ausland. Allerdings musst du noch ein paar zusätzliche Dinge beachten. Für ein FÖJ im Ausland musst du volljährig sein. In manchen Fällen sind Einsatzstellen davon ausgenommen, lies dir also vorab die Stellenbeschreibung gut durch. Weiterhin sind oft ein gutes bis fließendes Englisch und/oder Grundkenntnisse in der Landessprache erwünscht. Um dich bei den Kooperationspartnern der deutschen Träger bewerben zu können, musst du eine deutsche Staatsbürgerschaft oder eine gültige Aufenthaltserlaubnis in Deutschland vorweisen können. Noch wichtig zu wissen ist, dass die freiwillige Arbeit im Ausland oft weniger gefördert wird. Das heißt für dich, dass dein Taschengeld auch geringer ausfallen kann. Dafür musst du keine Versicherungsgebühren zahlen, da diese vom Träger übernommen werden.
Die Bewerbung für ein FÖJ im Ausland dauert länger als die im Inland. Um wirklich einen Platz zu ergattern, solltest du dich spätestens 8 Monate vor dem gewünschten Arbeitsantritt bewerben. Eine frühzeitige Bewerbung kann sich lohnen, da die Angebote im Ausland knapp sind. Tipp: Ein Vorteil im Bewerbungsprozess ist der Nachweis einer ehrenamtlichen Arbeit. Solltest du dich also bereits ehrenamtlich engagiert haben, scheue dich nicht, den Nachweis als Anhang beizufügen. Deine Bewerbung und die Dokumente müssen auf Deutsch und einer weiteren Fremdsprache, meist Englisch oder Französisch, abgegeben werden. Tipp: Füge deiner Bewerbung ein zweisprachiges oder übersetztes Empfehlungsschreiben bei, um deine Chancen auf den Platz zu steigern. Rechne auf jeden Fall mit einem telefonischen Gespräch mit der Einsatzstelle im Laufe des Bewerbungsprozesses. Und eventuell wirst du auch zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch eingeladen. Danke fürs Zuschauen und wenn du noch Fragen hast, stell sie uns in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!